Willkommen zurück bei DGV. Ich bin Sir Doomsday. Willkommen zu meiner dritten Folge vom Bioshock Remastered. Ja, wir sind letztens hier bei der Kamera stehen geblieben. Er redet immer noch seine Texte. Sag mal. Sag mal. Für so leicht durchschaubar hältst du mich also. Ah ja, okay. Gut, heben wir jetzt mal diese Kamera auf. Fotografiere Gegner mit der Kamera, um sie zu erforschen. Jeder Gegnertyp hat ein einzigartiges Set verschiedener Forschungsboni. Versuche ein Foto von dem Splicer auf der anderen Seite zur Scheibe zu machen, wobei du das Motiv zentrierst und heranzoomst. Okay. Na, also zoom mich ran. Spider Splicer, Forschungsfortschritt. Aber wie sieht man denn nicht viel auf dem Bild, hä? Forschungsbonus für Spider Splicer, erhöhter Schaden plus Spider Splicer sind anfällig für Antipersonenmunition und Elektrizität. Ah, gut zu Gut, wissen. gut, gut. Muss ich noch eins machen? Oh Herr, ich hab dich wirklich. Strafe, Motiv wurde schon fotografiert. Also Okay, dann lege ich die Kamera wieder weg. ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge alle seine Okay. Gebote. Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge. Hey. Wo will ich die Kamera? Ah, da ist die Kamera. Oh Gott, bin ich blind. Na gut. So, Elektro. Und Antiperson. Das war, glaube ich, in der Tom. Genau. Ups. Oh Gott. Aber wieder reinkommen hier. Bist aber kein. Klar ist er. Was ist hier passiert? Aber zu dem Kollegen da drüben komme ich nicht rein, oder? Nee. Zumindest jetzt noch nicht. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Was liegt hier Schönes? Neues Plasmid Security Bullseye. Nerven diese verdammten Sicherheitskameras, markiere sie ihre Feinde mit unserem photoelektrischen Insekten und schon sind sie Kameras und geschütze ihre besten Freunde. Hol diese Security Bullseye noch heute. Okay, dann machen wir das hier rein. Tricksen Sie das Sicherheitssystem aus. Setzen Sie Roboter und Geschütze gegen Ihre Gegner ein. Okay. Du glaubst, du kennst mich? Interessant. Schrot voll, ja. Ja, okay. Trotzdem werde ich mal die Kamera beseitigen. Ja, Munition brauche ich jetzt nicht. So, hier haben wir noch ein Tagebuch. Etwas, das all meine verrückten Ideen, die ich seit dem Krieg hatte, zu einem großen Ganzen zusammenfügte. Sie heilt nicht nur beschädigte Zellen, sie erschafft neues Gewebe. Ich kann die DNS verändern. Ein Schwarzer kann als Weißer wiedergeboren werden.
Ein großer Mensch als kleiner. Ein schwacher Mensch als stark. Aber die Schnecken allein sind nicht genug. Ich werde Geld brauchen. Und noch etwas anderes. Okay. Noch ein Tagebuch. Als ob nicht alles schon schlimm genug wäre. Jetzt hat auch noch unsere Wasserversorgung ein Leck, so wie es aussieht. Du hast die Forschungskamera? Gut. Ey, unterbrich ihn noch nicht. Schieß die Fotos, die der Karl haben will. Lass es schleunigst hier verschwinden. Wir alle bewegen die große Kette. Und die große Kette bewegt uns. Ich würde gerne von außen mal ein bisschen mehr sehen. Ui. So, ist ja mal looten, ne? Zigaretten, für was brauchen wir denn Zigaretten? Jet Postal. Judas! Oh, die soll ich ja fotografieren, gell? Zeitweise dachte ich, es wäre das Paradies. Aber als die Deutschen in ihrem Wahn sich dann in Hitlers Schwert stürzten, um das tausendjährige Reich zu erschaffen, begannen die Amerikaner von dem bolschewistischen Gift zu trinken, das Roosevelt und seine Lakaien ihnen einbrachten. Okay. Das ist ja ein Splicer, schade. Okay, ich hab beide erwischt. Ich kriege sie alle. Ich könnte mir selbst auf die Schulter klopfen, aber mal im Ernst. Das sind keine blutrünstigen Kriminellen. In Rapture wimmelt es von Dichtern, Künstlern und Tennisspielern, aber nicht von bezahlten Killern. Aber ihr Anführer, dieser Fontaine, der kennt sich mit Gauner. Diane, Liebste, es tut mir leid, aber ich werde mich heute wieder verspäten. Rosenberg will mit mir über Fontaine sprechen. Ich versuche hier einen ordentlichen Finanzmarkt aufzubauen und alles, woran dieser Idiot denken kann, ist Adam hier und genetische Veränderung dort. Ich werde eine Stunde lang so tun, als ob ich dem armen Kerl zuhöre und mache mich dann so schnell wie möglich auf den Heimweg. André. Was sind denn die Splicer? Ah, oder sind das 10 auch die normalen Leute hier? Wahrscheinlich, wa? Keine Ahnung, wo ich hier eigentlich gerade hinlaufe, aber ich gehe einfach mal. Der bloße Gedanke, dass meine Frau und mein Sohn in diesem dreckigen U-Boot stecken, macht mich rasend. Hilf mir, sie zu retten, dann stehe ich auf ewig in deiner Schuld. Was sagt denn die Karte? Peach jetzt endlich seine Fotos oder bist du nur als Tourist hier? Als Tourist. Ich habe Brian kennengelernt, als ich mit den Jungs die Klempnerarbeiten in seiner vornehmen Bude an der Park Avenue gemacht habe. Hey, sagt er, was sollen die Messingrohre? Mein Bauleiter hat gesagt, ich bekomme nur Zinnrohre. Ich gehe nochmal zurück, die anderen Weg nehmen. Ihr Bauleiter wohl alle zwei Wochen ihr Klo auspumpen müssen. Wenn Ihnen der Preis für die Messingrohre Sorgen bereitet, kann ich Sie beruhigen. Da kann ich was machen. Fragt er, warum sollten Sie das für mich tun? Naja, Mr. Ryan, sage ich, weil ein von Bill McDonough gebautes Klo niemals von irgendwem ausgepumpt werden muss. Gewinn hin oder her. Mal was probieren. Tag war ich dann Ryans Bau. Oh, das funktioniert. Strafe, Subjekt ist tot. Vorschussbonus für Leadheads-Blaser, erhöhter Schaden plus. Okay. Also die 10 auch. Geht's hier hin?
Noch ein Tagebuch. Rapture verändert sich. Doch Ryan sieht die Wölfe im Wald nicht. Dieser Typ, Fontaine, er ist ein Gauner, ein richtiger Dieb. Aber er hat das Adam. Und deshalb hat er hier das Saar. Er steckt die Profite wieder in die Entwicklung noch besserer, noch stärkerer Plasmide. Außerdem baut er die Fontaine'schen Armenhäuser, die in Wirklichkeit Rekrutierungsbüros sind. Er wird im Handumdrehen eine Armee von Splicern haben und dann wird's uns ganz übel ergehen. Ich sag's euch. Okay, hier haben wir nochmal so einen schönen Safe. Also, Hacking-Zeit. Oh. Gib mir mal das Richtige hier. Dankeschön. Oh, das war knapp. Inch. Mach's mir zwar gerade ziemlich kompliziert, aber vielleicht funktioniert's ja. So, wo muss ich denn eigentlich hin? Ach, ich muss da hin. Leute, bin ich ja schon richtig. Fertig. Wer ist da? Wer hat das gesagt? Oh, Autohacker. Was ist das? Wer hat das gesagt? Ist hier einer? Zack. Sei ruhig. Reichen die Fotos nicht? Oder soll ich jetzt schon zurück? Wo sehe ich eigentlich meine Aufgaben nochmal? Da. Fotografiere 3 Spider-Splicer. Ach so. Wo sind die? Schönes Foto. Alkohol. Geht's ja auch noch hoch und hier geht's auch noch lang. Gott, wo es hierbei lang geht. Das ist mein Kind! Mein! Kannst du ballen? Was machst du da? Bonus-Action-Foto. Erhöhter Schaden. Ups, nein, das war nicht geplant. Ja. Hast du mir mein Baby weggenommen? Dann Gnade dir Gott. Schätzchen, du kannst draufkommen. Kontaktmine. Kann ich nicht, ich bin schon voll. Ah. Okay. Ein Zeichen. Ich verstehe. Aber ich habe leider noch kein Spider-Splicer gefunden. Vielleicht oben? Da ist er gewesen. Dieb verleiht ihnen so etwas wie den sechsten Sinn. Sie sehen Dinge, die sie sonst übersehen hätten und entdecken Dinge, die sie sonst liegen gelassen hätten. Man könnte meinen, sie hätten mit Dieb einen Röntgenblick. Okay. Ey. Warte, ich muss dich nochmal fotografieren. Ich wollte wechseln, nicht fotografieren, aber es ist egal, es ist voll. Forschungsbonus für Nitrosblase, 50% Chance, dass feindliche Granaten Blindgänger sind. Aha. Hallo.
Oh, kein Stress hier. Ruhe. Hier brauche ich anscheinend einen Code. Kann ja wieder hacken. Hier brauche ich Strom. Hallo, ist hier jemand? Oh ja. Hallo? Vögelchen. Hier wird nicht geschlagen. Bin ich allergisch drauf. Mr. Ryan, ich glaube an Rapture, doch das heißt nicht, dass wir auch immer gewinnen. Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung in Rapture. Um mich klar auszudrücken, wenn wir diesen Lumpen Fontaine wegen Diebstahls und Schmugglerei verhaften lassen, müssen wir klarstellen, dass wir uns nicht sein Geschäft unter den Nagel reißen wollen. Wir sitzen im Rat, weil uns diese Hampelschweine vertrauen, nicht weil wir von Gott dazu berufen wurden. Ist irgendwo ein Nest, ey. So, hier geht's nicht mehr weiter. Was ist denn hier passiert? Gucken wir mal, ob wir das hier hacken können. Aber ich habe ja eh... Hä? Hey. Warte, ist irgendwo ein Nest? Lass mich das hacken. Ich mache Auto hacken. Das Pleiser hier. Scheinbar nicht. Oh. Wir haben heute unsere Mascha gesehen. Wir haben sie kaum erkannt. Sam sagte, das ist sie. Ich habe gesagt, du spinnst doch. Dieses Ding, das soll unsere Mascha sein. Aber er hatte recht. Sie hat einer Leiche bei den Fontaine Fischeries das Blut abgesaugt. Und als sie damit fertig war, ging sie Hand in Hand mit einer dieser schrecklichen Missgeburten fort. Sam rief ihren Namen. Ich habe kein Wort rausbekommen. Sam ist verrückt. Dieses Ding war nicht unsere Mascha. Überall kommen die Geräusche, ey. Hier ist das Blaser rein, deswegen wollen wir die Kamera in die Hand nehmen. Ah ja. Willst du runterkommen? Scheinbar nicht. Noch ist safe. Hey, in die Kisten ist aber auch nichts drin, gell? Was erneut durchsuchen. Okay. Mal gucken, ob wir den Safe knacken können. Wow. Ey, das ist ja frech hier. Das ist ja übel frech. So. Brauch noch ein Grades. Gibt's natürlich nicht. Nein, doch hier. Zack. Zack, zack und zack. Du. Aber wo ist der jetzt hin? Oh, das war nicht geplant. Da ist er. Jetzt hab ich alle drei. Was? Strafe, Motiv, wurde schon. Ja, dann machen wir was. Wenn das nicht perfekt ist. Oh.
Oh. Weg mit dir. Habe ich jetzt eine 3? Ne, 2 von 3. Zu wenig Punkte, kein Foto. Man muss ja irgendwo noch einer sein. Da war denn hier die ganze Zeit? Haben wir keinen Stress hier. Ha, wo finde ich denn jetzt noch einen? Jetzt bin ich hier. Mal hier lang gehen. Da ist einer. Das zählt doch jetzt, oder? Genau. Hey. Ja, ich gehe zurück. Oh, das ist wieder ein Big Daddy. Der gleich meine ist. Oder wir nehmen mal hier das und so. Und wir nehmen mal das nochmal. Oh, hallo. Und tschüss. Und ich bleib dabei, die alle zu retten. Mach's gut. Pfeil zeigt nach da. Bist du immer noch hier? Okay. Ey! Lass mich durch. Levelaufbau ist mal gar nicht verwirrend hier. Hey Mary, hast du für ein trauriges Gesicht? Ach, ich weiß nicht, Chip. Ich weiß nicht, was ist das? Aber der lebt auch noch nicht. Hey. Weg mit dir. Man kriegt sie echt gut in den Griff, wenn man sie richtig erforscht. Komm rein und zeig mir deine Schnappschüsse.
Wenn sie mit Gegnern kämpfen, die größer oder stärker sind als sie, müssen sie jeden Vorteil nutzen, den sie bekommen können. Mit French Lurker sind sie im Vorteil, wenn sie ihre Gegner unvorbereitet treffen. Nö, lass mal erstmal. Gib mir auf den Sack. Du hast in diesem Abschnitt nicht alle Little Sisters gerettet oder ausgebeutet. Du brauchst die Elemente, um mächtiger zu werden. Es wird für dich sehr schwierig werden zu überleben, wenn du weitermachst, ohne die mehr Elemente zu verschärfen. Ha. Aber die Frage ist, wo? Was sagt denn die Karte? Da. Ich war doch an sich jetzt überall, aber irgendwo muss ich eine Little Sister verpasst haben. Ah. Geh jetzt nochmal zurück. Na komm, wir gehen nochmal kurz auf Erkundung. Das Heil ist ja da, das sagt mir, wo es lang geht. Stimmt, ich konnte noch bei der einen Seite nach rechts laufen. Ah, das habe ich vergessen. Dann gehen wir da nochmal nach rechts. Jetzt hier habe ich die Kamera geholt, genau. Jetzt mal wieder richtig. Das heißt, hier hinten. Gehen wir jetzt mal nach rechts. Da ist übrigens. Der nimmt die sogar zur Seite, weil es ein Weg gewesen wäre. Aua, mach keinen Stress. Weg mit dir. Und wieder eine gerettet. Man denn auch gesagt, ob man alle hat oder nicht, oder? Ah, jetzt gehen wir mal hier gucken. Wo sind wir jetzt auf der Karte? Da. Die Todesstrafe in Rapture. Der Rat ist in Aufruhr. Man befürchtet, dass es zu Ausschreitungen in der Stadt kommt. In solchen Zeiten braucht es eine harte Hand. Willkommen den Schmugglern muss das Zugang gelegt werden. Jeglicher Kontakt zur Oberfläche bringt Rapture ein Stück näher an die Parasiten, vor denen wir einzeln sind. Ich habe nur einen Film. Ein paar Hälse in der Schlinge sind ein angemessener Preis für unsere Ideale. Ein paar Verbandskästen kaufen. Gut. Hä? Ausgetrickst, du Monster! Hände weg von meinem Kind! Ich folge deinem Gestank! Nein! Also gegen Antipersonenmunition sind die echt sehr schwach. Was? Spiders Pleiser Organ. Limit erreicht. Okay.
Okay, das war's anscheinend hier. Hey, mehr gibt's hier nicht. Dann hoffe ich mal, dass ich jetzt alle habe. Wie mal überall herkommen. Machen wir jetzt Story weiter. Oh, hier ist noch ein. Oh, schau doch noch ein Big Daddy. Ich habe heute einen Schmuggler an den Docks einen Ball werfen und fangen sehen. Aber da ist kein Little Sister. Denn er hat eigentlich verkrüppelte Hände dank einer alten Kriegsverletzung. Als er neulich einen Lastkahn entladen hat, aber er tut mir nichts. Von einer Seeschnecke gebissen. Am nächsten Morgen konnte er seine Finger zum ersten Mal seit Jahren wieder bewegen. Ich habe ihn gefragt, ob er die Seeschnecke noch hätte. Glücklicherweise hatte er sie noch. War da keine Little Sister dabei, war es sich doch nicht gelohnt, den zu besiegen. Deswegen habe ich mal am Leben gelassen jetzt. Jetzt kam kein Warnhinweis, dass ich nicht alle erwischt habe. Vielleicht habe ich jetzt auch alle. Wer weiß. So, hier deine Fotos. Ich habe schon lange nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. Hast du was für mich und meine Mannschaft oder suchst du nur Ärger? Setz dich kurz hin. Ich muss Kaffee aufsetzen. Vielleicht decke ich sogar den Tisch mit dem feinen Tafelsilber. Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch einen Rat. Der alte Peach führt mit Sicherheit irgendwas im Schilde. Halt bloß die Augen offen. Okay. Ja, ja. Oh, was ist denn das? Wenn das der Preis dafür ist, musst du ihn wohl bezahlen. Dafür kann er dir wenigstens deine Plasmide nicht wegnehmen. Hier brauche ich Feuer. Hackerfokus. Ein weiteres beliebtes Gentonicum der Hexmat Product Platte. Entschärft Fallen in Sicherheitssystemen. Wir garantieren weniger durchgeschmorte Schaltkreise oder Geld zurück. Okay. Kann die erstmal nicht ausrüsten. Das. Ja, die Plasmide kann er mir wirklich nicht wegnehmen. Und das Ding anscheinend auch nicht. Finde den U-Boot-Hafen. Ich glaube, es ist praktisch, hier Feuer mitzunehmen. Oh, was geht denn jetzt? Man sieht nicht viel. Was aus der Hölle abgehauen ist, hat er zum Teufel gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, sehr wohl, Mr. Fontaine, ich halte Ihnen Platz frei. Ryan hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat. Und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ryan ist ein Penner und du... Dann geben wir eine Kamera da. Oh, Hacken.
Jetzt hacken. Wo muss ich denn hin? Da unten. Oh, langer Weg. So. 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 Machen wir das so. Ja, dann gehen wir nochmal nach unten. Ey. Verhalt das. Ich glaube, es hat. Das U-Boot-Dock wurde nur von Schmugglern und Dieben benutzt. Der Eingang ist bestimmt gut versteckt und die Schnüffler nicht mit der Nase drauf gestoßen. Klar, ja, jetzt habe ich meine Waffen wieder. Jawohl. Ist auf meiner Seite? Okay. Nett. Weg damit. Ich glaube, wir können ihn mal was schmelzen, ne? Mach's gut. Okay, jetzt mal hier einen Safe-Raum oder was? Heilung brauchen wir nicht. Oh. Ein paar Leichen. Irgendwas? Nö. Sollte ein bisschen eher in die Luft fliegen. Geht's hier hin? Geld! Checkpoint. Noch was? Nein. Hallo? So, dann muss ich wohl jetzt da hinten runter. Glaub, dann habe ich jetzt hier alles. Ups. Gucken wir, ob hier noch irgendwas versteckt ist. Aber scheinbar nicht. Gut, dann gehen wir mal runter. Oh, hier geht's gleich weiter mit Eis. Was ist hier? Maschinengewehr, Pistole. Und das war's. Was? Waffen-Upgrade-Station. Kann Magazinen-Erweiterung und Schaden erweitern. Ah.
Ah, das kann man nur einmal benutzen. Oh, okay, das wusste ich nicht. Okay, 24 Schuss. Lohnt sich. War der eigentlich so seit der Halluzination her? Oh, das könnte der richtige Weg sein. Gehen wir noch nicht lang. Weil hier waren ja noch andere Türen. Arschloch. Wie Sammy G. Es muss noch einen anderen Weg geben. Gut, da haben wir jetzt hier alles. Da gehen wir jetzt mal weiter. Du hast es geschafft. Von jetzt an sollte es keinen Ärger mehr geben. Wir treffen uns weiter vorn. Woher weiß er eigentlich genau, wo ich bin? Oh. Fotografiere und erforsche schwierige Gegner, um Kampfboni gegen sie zu erhalten. So, sind wir denn jetzt? Sagt die Karte. Es gibt im Moment nur einen Weg. Hey. Ich bin direkt vor dem U-Boot-Dock, aber ich komme nicht rein. Ich brauche deine Hilfe. Meine Familie ist keine 100 Meter mehr von mir entfernt. Also Elektrizität sollte ich hier nicht benutzen, wenn ich selbst im Wasser stehe. Das ist, glaube ich, eine schlechte Idee. Kann ich nicht helfen. Mach doch mal ruhigen. Wollte mal gucken, ob ich das auch helfen kann, aber scheinbar geht's nicht. Mädels, wir sitzen hier unten in diesem Loch und nehmen Fische aus. Fontaine verspricht uns, es wird besser. Tut so, als wäre er einer von uns, verstehst du? Als ob der einen Tag in seinem Leben gearbeitet hätte. Der sagt, schön bis aus. In der Baracke, wo der Fisch abgepackt wird. Ich gehe hin und bring noch ein paar Jungs mit. Hey, recht viel schlimmer kann's nicht mehr werden. Sie erreicht, wenn sie den U-Boot haben. Ich bin oben im Überwachungsraum und lass mich rein. Ich sehe nichts. Es ist an der Zeit, dass wir uns mal kennenlernen. Ja, das ist richtig. Schön, du hattest deinen Spaß, aber genug ist genug. Wenn du diesen Knopf drückst, wirst du erfahren, was es heißt, mein Feind zu sein.
Mal, jetzt soll ich Angst haben vor dir, Kollege. Hä, Hänger? Da ist das U-Boot. Wie Kisten hier rumstehen. Und dann betätigen wir mal den Schalter. Ist da oben eine Sicherung durchgebrannt? Ich kann hier drin überhaupt nichts sehen. Gib mir einen Moment und ich hole dich da raus. Moira! Kannst du mich hören, Liebling? Es ist so dunkel hier drin. Wenn dein Freund nur nach oben schauen und dich sehen würde, vielleicht könntest du ihn warnen. Oder wenigstens irgendetwas tun. Oh. Außer nur tatenlos zuzusehen. Wie er stirbt. Geh zum U-Boot. Dass er das überlebt haben soll. Hey. Geh auf den Sack. Die sind ganz schön fies. Klar habe ich eine Knarre. Was ist passiert? Hau ab, wenn du kannst! Raus da! Wir treffen uns woanders wieder! Warum? Wir machen alle platt. Das ist gemein. Ruhe! Ja, kannst versuchen aufzudecken, denn ich weiß selber nicht genau, wer ich bin. Viel erfahren hat man noch nicht. Mach, dass du rauskommst. Ab nach Arcadia. Herrgott nochmal. Okay, Stress, ist doch keiner mehr hier, Mensch. Dieser irische Mistkerl hat mir einen Handel angeboten. Ich liefere Ihnen Fontaine ans Messer und ich bin ein freier Mensch, ganz einfach. Woher soll ich wissen, dass dieser Wichser nicht von Fontaine kommt? Woher soll ich wissen, dass Sie nicht alle zu Fontaine gehören? Fontaine hat das Adam und jeder will es haben. Ryan hat nur eine große Klappe und einen schicken Anzug. Sogar hier unten sieht jeder Idiot, woher der Wind weht. Huh. So, auf nach Arcadia, wie er gesagt hat. Arcadia, rüste deine Waffen an einer alle Macht dem Folgestation auf. Da habe ich schon eine gefunden besetzt. Bin bestimmt schon an zigtausend vorbeigelaufen. Ups.
Moira! Patrick! Das sieht Ryan ähnlich. Wartet, bis wir fast draußen sind und dann schlägt er zu. Wir finden diesen Dreckskerl. Wir finden ihn und dann reißen wir ihm das Herz aus dem Leib! Huh. Ich bin an diesen Ort gekommen, um das Unmögliche zu erbauen. Du aber bist gekommen, um zu stehlen, was du niemals selbst hättest erschaffen können. Ein Hunne, der staunend vor den Toren rumsteht. Sogar die Luft, die du atmest, hast du nur von mir geschnorrt. Nun denn, atme tief ein. Dann kannst du dich später vielleicht an ihren Geschmack erinnern. Geh zur Tauchkugel bei den Rolling Hills. Sie wird dich direkt in die Höhle des Löwen bringen. Dann werden alle Schulden vollständig beglichen. Oh, mal ein bisschen grün hier. Geh zur Metrostation. Ich geh aber erstmal hier lang. Gummischlaufe, was ist denn ein Gummischlauch? Was ist denn, den Granatwerfer hab ich auch noch nicht benutzt. Okay. So viel Munition gibt's denn etwa jetzt im Bosskampf? Liegen überall Leichen rum, ja. Sieht ganz so aus, als würden einige armselige Gestalten schon anfangen, Gespenster zu sehen. Gespenster. Ryan hat gesagt, das sei eine Nebenwirkung der Plasmide. Die Erinnerungen des einen Schwachkopfs werden durch genetisches Sampling auf den anderen übertragen. Wassereinbruch, Geisteskranke, Rebellion und jetzt auch noch Gespenster. Ist das Leben in Rapture nicht einfach wunderbar? Ja, wieso? Herr Gott, noch mal, ist da jemand? Nein. Überall! Kannst du mir helfen, Mann? Kannst du mir helfen? Hey, hierher! BTF? Ich glaube, den muss man fotografieren. Hallo, Schnuckel. Ha, hab dich. Houdini-Splicer. Forschungsbonus für Houdini-Splicer, erhöhter Schaden. Houdini-Splicer sind anfällig für Anti-Person-Munition. Ja, dann komm her. Ich krieg dich. Haut der ab? Hey! Ruhe jetzt! Chlorophyll-Lösung. Was gibt's hier noch Schönes? Nochmal Tagebuch. Dieses Arcadia ist ab heute nur noch für zahlende Gäste geöffnet. Erst stellt der Mann mich ein, um einen Wald auf dem Meeresgrund zu pflanzen. Und dann sorgt er dafür, dass ein Waldspaziergang ein Luxus für Privilegierte wird. Ryan fragt, sollte ein Farmer seine Nahrungsmittel nicht verkaufen dürfen? Darf ein Töpfer kein Geld mit seinen Töpfen verdienen? Ich wollte gerade anfangen, mich mit ihm zu streiten, als mir wieder einfiel, wer mein Gehalt bezahlt. Das Einzige, was schlimmer ist als ein Heuchler, ist ein arbeitsloser Heuchler. So. Und ich würde sagen, an dieser Stelle ist die dritte Folge auch schon wieder vorbei. In der nächsten Folge sehen wir dann, wie es weitergeht in der Rapture-Metro.
Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, haut rein, euer Doomsday bei DGV.